Hi ihr Lieben, ich bin zurück mit einem sommerlichen Rezept und zwar gibt es diese super leckere No-Bake-Erdbeertorte. Ich habe jetzt ja schon einige No-Bake-Torten auf meinem Kanal gepostet und im Sommer finde ich das einfach eine total willkommene Abwechslung. Ihr könnt euch die Playlist gerne mal anschauen, die ist hier oben rechts und in der Infobox. Diese leckere Torte besteht aus einer super cremigen und erfrischenden Erdbeercreme und das Ganze wird dann mit Butterkeksen geschichtet. Super einfach in der Zubereitung und vor allem eiskalt müsst ihr die genießen. Ich habe die sogar als Eistorte zubereitet, also ins Gefrierfach gepackt und es ist einfach nur köstlich. Probiert sie unbedingt mal aus. Also legen wir direkt los mit den Zutaten und der Zubereitung. Wir legen los mit der Creme und dafür braucht ihr eiskalte Sahne, Mascarpone, Quark, etwas Erdbeermarmelade, ich habe die cremige ohne Stückchen genommen, dann noch weiße Schokolade, etwas Vanillepaste und Sanapart und die genauen Mengenangaben findet ihr in der Infobox. Als erstes habe ich die weiße Schokolade über einem Wasserbad geschmolzen, ihr könnt sie aber natürlich auch bei geringer Wattzahl in der Mikrowelle erwärmen. Meine Schokolade ist jetzt geschmolzen und die ist ja noch heiß. Die stelle ich deswegen erstmal 10 Minuten zur Seite, damit sie ein wenig abkühlen kann. Und währenddessen können wir schon mal den Keksboden zubereiten. Hierfür braucht ihr einfach nur gemahlene Butterkekse und etwas zerlassene Butter. Die beiden Zutaten gebt ihr jetzt in eine Schüssel und verrührt sie miteinander. Ihr nehmt euch jetzt eine Servier- oder Tortenplatte und platziert einen Tortenring darauf. Den stellt ihr auf 22 cm ein und da rein kommt jetzt euer Butterkeksboden. Der wird gleichmäßig verteilt und einmal schön glatt gestrichen. Wenn ihr den Keksboden gleichmäßig verteilt und glatt gestrichen habt, kommt er jetzt für ca. 5 Minuten in den Kühlschrank. Dann kann die Butter schön kalt werden und der Boden wird fest. Währenddessen bereiten wir jetzt unsere Creme zu. Alle Zutaten für die Creme außer der kalten Sahne und Sanapart kommen jetzt in eine große Rührschüssel und achtet bitte darauf, dass alle Zutaten kalt sind. Die werden jetzt für circa eine halbe Minute miteinander verrührt. Auch bitte nicht länger als eine halbe Minute verrühren, damit die Creme nicht grieselig wird. Ich habe die Zutaten für ca. 20 Sekunden kurz miteinander verrührt und danach kommt die kalte Sahne gemeinsam mit Sanapart hinein. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass die Sahne eiskalt ist. Vor allem im Sommer wird es in der Küche ganz schnell mal richtig warm und deswegen müssen die Zutaten alle schön kalt sein. Mein Tipp an euch, stellt eure frische Sahne gemeinsam mit dem Mixeraufsatz eine halbe Stunde vor Gebrauch ins Gefrierfach. Dann hat sie wirklich die perfekte Temperatur und eure Creme gerinnt nicht. Jetzt wird alles nochmal kurz miteinander verrührt und das macht ihr bei höchster Stufe. Das dauert auch nicht wirklich so lange. Also bei mir hat das circa eine Minute gedauert und wenn die Creme anfängt fest zu werden, schaltet ihr eure Maschine aus. Nach circa einer Minute war meine Creme fertig und die ist richtig schön streich- und standfest geworden. Je nachdem, was für ein Gerät ihr benutzt, kann diese Dauer natürlich etwas länger sein. Achtet einfach darauf, dass ihr die Creme nicht überschlagt, denn sie wird wirklich sehr schnell fest. Dann geht es direkt weiter ans Schichten und dafür braucht ihr jetzt noch zusätzlich Butterkekse. Ihr startet mit der leckeren Erdbeercreme. Davon verteilt jetzt erstmal eine großzügige Portion an den Rändern eures Tortenrings und benutzt hierfür bestenfalls eine Streichpalette. Wenn ihr die Creme gleichmäßig an den Rändern verteilt habt, kommt jetzt die erste Schicht Butterkekse und auf jeden Butterkeks kommt noch eine Portion der leckeren Erdbeercreme. Das hilft euch dabei, dass keine Hohlräume entstehen und nach diesem Prinzip reiht jetzt eure Kekse an, bis die erste Runde beendet ist. Die erste Reihe ist fertig und jetzt kommt nochmal eine Schicht eurer Erdbeercreme. Die verstreicht ihr wieder gleichmäßig über euren Keksen. Ihr könnt jetzt selber entscheiden, wie viele Reihen Kekse ihr schichten möchtet. Also entweder mehr Creme und weniger Kekse oder mehr Kekse und weniger Creme. Falls ihr mehr Kekse als ich benutzen solltet, dann bleibt euch noch ein wenig Creme übrig. Die könnt ihr gerne für die Dekoration benutzen. Aber falls ihr so viele Reihen wie ich machen solltet, dann werdet ihr die ganze Creme gleich aufbrauchen.
Also, wenn ihr die Reihe jetzt nochmal beendet habt, dann geht es immer so weiter. Also eine Schicht Creme, dann kommt auf jeden Keks noch eine Portion der Creme. Die wird dann an die Ränder gedrückt und versucht die Kekse so senkrecht wie möglich anzureihen, damit ihr später einen schönen Anschnitt bekommt. Und so macht ihr dann weiter, bis ihr alle Kekse und die Creme aufgebraucht habt. Ich bin mit dem Schichten fast fertig und zur Mitte hin wird es natürlich immer enger und es wird schwierig, einen Kreis aus Keksen zu bilden. Falls ihr an dem Punkt angekommen seid, dann versucht ihr einfach die Mitte so gut wie möglich zu füllen. Ich habe die Kekse jetzt einfach in einer Reihe aneinandergereiht. Wichtig ist einfach nur, dass keine Hohlräume entstehen und dass alles schön ausgefüllt wird. Die restliche Creme verteilt ihr dann gleichmäßig ganz oben auf eurer Torte, sodass dann auch alles abgedeckt wird. Die fertige Torte muss jetzt einmal richtig schön durchkühlen, damit die Kekse sich auch aufweichen können. Also für mindestens 4 Stunden im Kühlschrank, bestenfalls sogar über Nacht. Meine Torte war über Nacht im Kühlschrank und davon löse ich jetzt vorsichtig meinen Tortenring. Dafür benutze ich jetzt ein Tortenringmesser und welches genau ich benutzt habe, findet ihr in der Infobox. Die Torte sieht jetzt erstmal ein wenig wild aus, aber das ist überhaupt kein Problem, denn diese kleinen Schönheitsfehler werden bei der Deko gleich aufgehoben. Ich habe die Torte aber vorher an den Rändern und auf der Oberfläche nochmal kurz glatt gestrichen. Jetzt geht es an die Deko und hierfür habe ich mir ein richtig schönes Design für euch ausgedacht. Ihr braucht natürlich Erdbeeren, die habe ich vorher gewaschen und getrocknet, danach in dünne Scheiben geschnitten und die Erdbeeren kommen jetzt mit der glatten Seite an die untere Kante und danach auch versetzt an die obere, sodass dieses Muster entsteht. Lasst auch bitte genügend Platz dazwischen. Ich habe meine Erdbeeren gleichmäßig an den Rändern verteilt und werde die freien Flächen jetzt noch mit gehackten Pistazien befüllen. Die geben einen tollen farblichen Kontrast und das ganze Muster kommt zum Schluss auch besser zur Geltung. Ihr nehmt euch einfach die Pistazien und drückt sie an die Ränder, sodass alles ausgefüllt ist. Am Anfang sieht es ein wenig wild aus, aber das werden wir zum Schluss ganz einfach korrigieren. Ich weiß, Pistazien sind sehr teuer und hier muss ich gestehen, dass ich meine immer aus dem Urlaub aus der Türkei mitbringe. Dort kosten sie nur ein Drittel des Preises. Aber wer sie jetzt nicht benutzen möchte, kann natürlich auch gehackte Haselnüsse benutzen oder gehackte Mandeln, Kokosraspeln oder das Ganze einfach so stehen lassen. So finde ich das auch richtig schön. Also da könnt ihr selber entscheiden, wie ihr das machen möchtet. Damit dieses tolle Muster besser zur Geltung kommt und alles schön clean aussieht, streicht jetzt einfach mit eurem sauberen Finger über die Erdbeerscheiben, sodass diese frei von den gehackten Pistazien sind. Dann sieht das Ganze nochmal viel schöner aus. An die oberen Kanten verteilt ihr jetzt noch eine dünne Schicht der gehackten Pistazien. Die Mitte habe ich freigelassen, damit noch ein zusätzlicher farblicher Kontrast entsteht. Und die Torte habe ich dann abgeschlossen, indem ich die Erdbeeren halbiert habe und danach in einem Kreis aneinandergereiht habe. So ist meine Deko fertig. Ich finde, dieses ganze Farbspiel sieht richtig genial aus und vor allem dieses Muster an den Rändern hat mir persönlich richtig gut gefallen. Wie gesagt, könnt ihr die Torte auch ganz anders dekorieren. Wer es jetzt etwas eiliger hat, kann auch einfach ein paar Erdbeeren oben drauf verteilen und etwas gehackte Mandeln oder Mandelplättchen an den Rändern verteilen. Da sind wirklich euch keine Grenzen gesetzt. Macht das Ganze, wie ihr möchtet. Und fertig ist unsere wunderschöne und köstliche No-Bake-Erdbeertorte. Das ist wirklich perfekt für den Sommer. Und nehmt euch diesen Tipp, den ich euch am Anfang gegeben habe, wirklich zu Herzen. Serviert das Ganze als Eistorte, so habe ich das nämlich gemacht. Ich habe die Torte einfach eine halbe Stunde vor dem Servieren ins Gefrierfach gestellt. Danach ist sie kurz vorm Gefrieren gewesen und das war sowas von lecker. Vor allem an richtig heißen Tagen ist das eine perfekte Erfrischung. Ihr könnt das natürlich auch als Geburtstagstorte servieren. Also wer würde sich nicht über solch eine hübsche Torte freuen? Probiert dieses Rezept unbedingt mal aus und macht euren Gästen eine Freude. Vor allem dieser Anschnitt mit diesen Butterkeksen gefällt mir persönlich richtig gut. Das ist jetzt die dritte Torte in diesem Stil.
Ich glaube, es werden noch viele weitere folgen, also bleibt auf jeden Fall dran und damit ihr keines meiner neuen Videos verpasst, könnt ihr meinen Kanal natürlich abonnieren. Und falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Falls ihr das Rezept ausprobieren solltet, schickt mir doch gerne eure Fotos über meinen Instagram-Account RocksBakery. Darüber freue ich mich jedes Mal. An dieser Stelle danke ich euch dann auch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch bei meinem nächsten Video sehen. Bis bald!